Ja, liebe Jagdfreunde, wir sind jetzt unterwegs zur höchstgelegensten Kanzel bei uns im Revier. Und da gibt es keinen Weg, sondern nur so ein schmaler Pirschpfad. Und Papa und ich machen uns jetzt auf den Weg dahin und wollen dann da heute Abend ansitzen und schauen mal, was da so kommt heute Abend. Auf der Wildkamera war immer wieder gut Betrieb. Und ja, ihr seid natürlich mit dabei und jetzt wollen wir mal schauen, was wir heute Abend so zu Gesicht bekommen. Jetzt am Hochsitz angekommen und jetzt wollen wir hier mal warten. Ich bleibe hier auf jeden Fall sitzen, bis es dunkel ist und bin gespannt, ob was kommt und ja, lass uns schauen. Ja, leider hatten Papa und ich an diesem Abend dann leider nicht mehr das Glück, dass noch ein Stück Wild für uns austrat. Nichtsdestotrotz war dieser Abend einfach wirklich wunderschön, dieser leichte Nieselregen, der laue Nebel, der durch die Wälder zog. Und so ließen Papa und ich den Abend ganz entspannt ausklingen und machten uns wieder auf den Heimweg. Naja, das ist Jagd und es ging ja auch am nächsten Tag für mich weiter und zwar dann mit Johannes und ich würde sagen, daran knüpfen wir jetzt am besten einfach mal an. Freunde, ich habe jetzt gerade Johannes abgeholt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg ins Revier. Gestern Abend war dann leider nichts mehr. Es wurde dann ziemlich schnell dunkel. Mein Vater hat noch versucht, zwei Rehe zu filmen. Bis jetzt aktuell weiß ich noch gar nicht, ob ihm das gelungen ist. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ansonsten war der Ansitz gestern Abend trotzdem echt richtig schön. Es kam dann nochmal die Sonne raus und ich habe es dann einfach gestern Abend genossen, auch ohne Wild. Und jetzt wollen wir eine Runde Kürn fahren und sind jetzt bei Johannes im Revier unterwegs und ja, nehmen euch da jetzt auch einfach ein bisschen damit zu mit und dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht doch auch heute noch das eine oder andere Reh sehen. Schauen wir mal und ihr seid auf jeden Fall dabei. Viel Spaß! Thank you.
Ja, Johannes, hier waren die Sauen frisch. Das haben wir gerade gesehen im Weg. Was schätzt du? Letzte Nacht? Noch keine Ahnung. War letzte Nacht. Wir kontrollieren jetzt auf jeden Fall die Kamera, gucken mal, ob was da so drauf ist. Und dann sind wir gespannt. Ja, wie ihr hinter mir seht, der Weg ist ganz gut gebrochen. Auf der Kürung war leider nichts zu sehen. Auf der Kamera war leider nichts zu sehen. Denn an der Kürung selber waren die Schweine gar nicht. Trotz dass sie 10 Meter vor der Kürung hier gebrochen haben im Weg. Natürlich ist hier drumherum aber natürlich auch überall Dickung. Das heißt, es macht es ja auch ziemlich schwierig für uns, wenn die Schweine nicht an die Kürung kommen, hier Schwarzwild zu erwischen. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall Kürung Nummer 2, wo Schwarzwild war. Und jetzt wollen wir mal weiter gucken. Wir haben noch eine dritte Kürung, die wir jetzt noch anfahren. Und wenn sie dort auch waren, dann müssen wir mal schauen, ob wir heute Nacht vielleicht einen Nachtansitz einschlagen und gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere Stück Schwarzwild erwischen. Ja, an Kürung Nummer 3 war dann nichts mehr. Somit entschlossen uns Johannes und ich, nach Hause zu fahren, doch Johannes eräugte auf dem Rückweg noch ein Stück Rehwild, relativ schwach, und so entschlossen wir uns, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, wir waren dann angekommen und in der Baumkultur, die ihr da vor uns seht, da stehen die Stücke Rehwild drin. Johannes konnte 2 Stücke ausmachen, wahrscheinlich Geiß und Kitz. Das Kitz war sehr schwach und so entschloss sich Johannes dazu, zu versuchen, das Kitz anzugehen und wenn möglich natürlich auch zu erlegen. Und ich begleite ihn dann jetzt mit der Kamera, und ob wir Erfolg haben oder nicht, das seht ihr jetzt. So, das Kitz liegt jetzt. Wir haben jetzt noch 3-4 Minuten gewartet. Johannes ist jetzt hingelaufen und dann ist die Geiß noch abgesprungen zum Kitz. Und jetzt brechen wir das Stück auf. Und ich zeige es euch aber mal noch kurz, dann brechen wir das Stück auf und versorgen das Stück. Und ja, auch mittags 3:15 bei einer Kürrunde kann man doch mal noch das ein oder andere Stück Rehwild sehen. Und schauen wir doch mal, was Johannes da geschossen hat. Johannes? Mit meinem Teil, ja. So, kann ich losbrechen. Ja, etwas schwächeres Kitz, würde ich jetzt so sagen. Noch ziemlich klein.
Also, heute Mittag waren wir bei mir im Revier unterwegs. Ich konnte gleich um 3:45 ein weibliches Kitz strecken. Jetzt sind wir beim Jonas im Revier, der ebenfalls noch gerne ein Stück Rehwild schießen möchte. Wir schauen mal, ob es klappt. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Weidmannsheil. Ja, liebe Jagdfreunde, es war dann ca. 16.30 Uhr, als Johannes und ich auf dem Hochsitz ankamen. Aber wir mussten wirklich nicht lange warten. Johannes hatte ganz kurz für euch die Übersicht mit der Kamera aufgenommen von dem Platz, an dem wir heute Abend saßen. Und kaum ungefähr 5 Minuten später vernahm Johannes schon leichtes Knacken rechts. Schmiss die Kamera an, aber leider nicht mehr schnell genug, und schon zogen Geiß und Kitz vor uns mit Vollgas über die Freifläche, drehten dann um, kamen wieder zurück, die Geiß verhofft am Waldrand, das Kitz zieht bis in die Mitte, ich entscheide mich dann relativ schnell für einen Schuss und das Kitz liegt im Feuer. Was für ein Wahnsinnserlebnis, was Johannes und ich da hatten. Mega glücklich, denn die Strecke, die wir uns für heute erhofft haben, die haben wir auch erreicht. Ja, und so ging es dann nach nicht mal 10 Minuten Ansitz für Johannes und mich zum Stück. Weidmanns Dank, Johannes. Ja, liebe Jagdfreunde, tatsächlich hatte ich heute Abend jetzt auch noch das Glück und es hat bei mir auch noch funktioniert. Leider muss ich im Nachhinein sagen, habe ich etwas falsch angesprochen. Kaum etwas zu sehen bei diesem Kitz. Die Stirnzapfen sind sehr, sehr, sehr gering. Man sieht es kaum. Wir haben uns selber gerade beide gewundert. Waren uns eigentlich relativ sicher, dass es ein Geißkitz ist. Ist aber doch ein Bockkitz. Aber hier geht es ja auch hauptsächlich um die Verwertung des Wildbretts. Ich schätze mal, das Kitz hat so 10 Kilo. Das ist super. Darüber freuen wir uns und jetzt würde ich sagen, versorgen wir das Stück und wünschen euch noch ein ganz kräftiges Waldmannsheil für die Zukunft und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. So, die Strecke des Tages hängt nun im Kühlraum. Ein Bock und ein Geißkitz. Das Bockkitz von Jonas, das Geißkitz von mir. So hat sich der Tag sehr, sehr gelohnt für uns. Natürlich bleiben wir weiter dran für euch und hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier an selber Stelle mit noch vollerem Kühlraum. Waldmannsheil.